Heute ist der Showdown von Ben und Ekaterina und ihr könnt heute viele Eindrücke gewinnen, aber auch miterleben, wie etwas Bedeutendes verloren geht. Jetzt wird's richtig spannend, also dranbleiben. Hallo ihr beiden. Ja Marco, macht dir das eigentlich Spaß, den Bösewicht zu spielen? Ja, das macht mir Spaß. Eigentlich sind die Bösewichte immer die geilsten Rollen. Und bitte! Wie ist denn die gemeinsame Arbeit mit euch beiden? Sehr intensiv. Also wir haben eine sehr intensive Zeit einfach jetzt erlebt. Wir haben uns ja quasi gar nicht kennengelernt irgendwie und es ging direkt sehr intensiv los. Lass sie bitte gehen. Mach mit mir, was du willst. Wie süß. Ein richtiger Held, dein Freund. Aber das nützt ihm jetzt auch nichts mehr. Los, weiter. Was schätzt du denn sehr an Roni? An Roni schätze ich sehr, dass sie sich so hat fallen lassen und so geöffnet hat. Und wir drehen sehr, sehr straff. Also wir haben ein sehr brutales Tempo und dann wird in kürzester Zeit ziemlich viel von dir verlangt. Und da schätze ich einfach sehr an ihr, dass sie sich da so schnell reingeworfen hat und so schnell akklimatisiert hat. Was waren denn eure persönlichen Highlights? Gibt es da irgendwas, was man auf den Punkt bringen kann, was ganz prägnant ist? Sie meint mich. Dort drüben spielen sich gerade dramatische Szenen ab. Hier ist es etwas freudiger. Das ist nämlich der Eingang der Location. Wir sind hier mitten im Bergischen. Huch. Und man muss hier die Wege immer frei machen. Wir sind hier nämlich super viele Leute am Set. Aber jetzt geht's mal zum spannenden Teil. Der Ben schaufelt nämlich gerade sein Grab. Das Ben wird dein Grab. Jörg wurde jetzt gerade so ein bisschen eingeseift, damit das Ganze auch authentisch ist, wenn es dann ausgestrahlt wird. Und er ist jetzt ein bisschen dreckig gemacht worden und hat ein bisschen Schweiß bzw. Wasser an sein Shirt bekommen. Und jetzt kann es losgehen. Er schaufelt immer noch sein Grab. Du grab weiter. Los Arschloch, grab weiter! Kommen denn dann irgendwie innerlich in einem auch so ein bisschen Aggression hoch, wenn man dann tatsächlich so eine aggressive Szene spielen muss? Das ist tatsächlich der Fall, das gehört auch zum Beruf, dass man so ein bisschen so die Emotion natürlich auch abrufen kann oder auch bedienen kann. Und sonst würde man das ja nicht spielen können. Aber immer alles unter Kontrolle. Das ist gut. Ja. Ich habe nämlich ein bisschen Angst. Was war denn so das Herausforderndste für dich persönlich? Mifi ist immer schwer, die unterdrückte Frau zu spielen. Da dachte ich manchmal, warum tut sie das? Aber da hast du dich an der Figur zu halten. Das war wirklich eine spannende Geschichte zwischen Ben und Ekaterina. Wir hoffen, sie hat euch auch gefallen und natürlich der Blick hinter die Kulissen hier beim großen Showdown. Wie das endet, das sage ich jetzt noch nicht. Sehr gut. Das dürft ihr nicht verpassen. 19.05 Uhr, alles was zählt, bei RTL. Die der Rottmann vielleicht auch hätte, die der Marco hat. Ich dachte wirklich, das ist ein Käfer. Musst aufpassen, sonst stirbt hier noch jemand, ne? Ja. Ich kriege nie genug.